Kriege ich den jetzt nochmal beschossen? Renn doch mal bitte in irgendeine Ecke. Jetzt rennt er. Schon wieder irgendwo runter. Nee, ganz da runter will ich eigentlich nicht. Und guck mal, wenn ich dich hier hinlocke. Da kommst du wieder ran. Das Gelände nutzen. Ich doch in den Kopf schießen. Er liegt. Sie liegt. Geile Scheiße, Mann. Okay. Puh. Wir haben noch, auch nur noch 7 Pfeile. Aber ich glaube... ich würde gerade sagen, er liegt an einer guten Stelle. Eigentlich überhaupt nicht. Okay. Ja. Keine Ahnung, ob das jetzt hier eine absolut miese Idee ist. Wie sieht denn das aus mit Fleisch? Haben wir nur das? Irgendwie nochmal Premium-Fleisch besorgen. Ich würde die Viecher da hinten einfach mal ignorieren. Für den Augenblick. Und mal gucken, dass ich hier doch noch Premium-Fleisch kriege. Hier ein paar Stegos. Was seid denn ihr für Level? 20, kein Problem. 76, eher ein Problem. Das ruckelt so das Spiel. Macht mich fertig. Ich will hier nur den haben. Hat überhaupt kein Premium-Fleisch aus dem gekriegt. Da macht der Terrano dann irgendwie keinen ordentlichen Schaden mehr. Kacke hier. Das lässt sich auch alles so bescheuert hier steuern heute. Zur Not ziehen wir den Spino halt mit normalem Fleisch. Komm, stirb endlich. Okay. Gehen wir mal schnell hier. Das muss jetzt erstmal reichen. Dem Vogel hier geht es nicht so gut. Unserer Kunigunde. Das heißt, als wäre der Spiel nur schon wieder aufgestanden. Was natürlich Unsinn wäre. Also. Okay.
Also das nächste Problem wäre dann auch wirklich den Spieler nach Hause zu kriegen ohne Sattel, weil den Sattel werde ich halt jetzt nicht machen können. Ein Fleisch hat es, glaube ich, jetzt gegessen. 7 Minuten. Bräuchte also sechs solche Stücken. Ja, Kopf rechnen. Keine Ahnung. 6 mal 17 kommt das hin. Also bei 20 wären es 5. Sind denn so die Werte? Leben ist, ja. Oh, der Schadenswert ist ja echt mies. Gut, ist auch bloß ein Level 70er, aber ist trotzdem irgendwie mies. Betäuben werden wir auf jeden Fall noch mal müssen. Ich kann ja schon mal den Sattel leeren, damit ich einen Überblick habe, welche Ressourcen mir dann fehlen. Oh, den kann ich ja noch nicht mal. Okay, so viel dazu. Also, den Spino kriegen wir auf jeden Fall nur nach Hause ohne Sattel. Doof. Level 65, allzu viel fehlt uns ja nicht mehr bis Level 71. Aber dann hat sich das ja eigentlich auch erledigt. Mit dem Spino dann irgendwo hinzugehen, um andere Tiere zu zähmen, weil das geht ja ohne Sattel schlecht. Aber dann ist er halt unser kleiner Wachhund für die Basis. Ich denke mal, dafür ist er schon nicht ganz so schlecht. Obwohl ich immer noch nicht einschätzen kann, wie stark diese Defense Units und Enforcer sind. Habe ja auch noch nicht gegen die gekämpft. Ja, nee, also müssen wir einfach mal gucken. Also die erste Herausforderung wird dann natürlich sein, den Spino zur Basis zu kriegen, ohne Sattel. Wir sind dann, naja, wir müssen ja tatsächlich da hoch, ne? Das wird nicht so einfach. Einfach nur mit Folgen. Das wird schon eine kleine Herausforderung werden. Aber es hat schon mal ganz gut geklappt. Den Spino. Erstens halt in die Stadt zu locken. Zweitens dann an eine Stelle, wo man ihn relativ gut beschießen konnte. Und selbst mit Fluchtmodus haben wir doch das hier ganz gut hinbekommen. Ja, man muss das Gelände halt ein bisschen nutzen. Und auch Glück haben. Das gehört natürlich auch dazu. So, das Premiumfleisch wird wahrscheinlich nicht reichen. Ich werde mal nachbetäuben. Du kriegst mal hier 20. Den Rest nehme ich dir mal wieder weg. Und dann guck mal nochmal nach Premiumfleisch. Vielleicht kriegen wir ja doch noch irgendwie was. Ich glaube, da vorne die Stelle ist schon nicht so schlecht. Da wir ja auch die Unterstützung von den Tieren von draußen haben. Premiumfleisch, bitte. Irgendwo. Premiumfleisch. Guck mal, wenn der Rex dort den Stego platt macht, kriegen wir doch vielleicht was davon ab. Ein bisschen was haben wir von abgekriegt. Das reicht ja unter Umständen auch schon.
reicht ja unter Umständen schon. Zwei Stück. Könnte ja schon alles sein, was uns dann fehlt. So, mal gucken. Dann kann ich ja eventuell schon mal ein bisschen auskundschaften, welche Strecke man dann nach Hause nehmen muss. So, drei hat er jetzt. Ich glaube, von denen wird er nicht nochmal einfressen. Könnte knapp werden. Das heißt, die zwei, dann fehlt wahrscheinlich noch einer. Oder der Rest geht dann einfach über normales Fleisch. Betäubt hat, geht die eigentlich immer noch hoch. Ja, geht immer noch hoch. Das heißt, da haben wir auch Spielraum, um noch mal ein bisschen zu gucken. Also, hier kommen wir ja schon mal hoch, ja? Das müsste funktionieren. So, und dann müssen wir schauen. Das ist ja geil. Das ist ein geiler Effekt. Da müssen wir eigentlich hoch, ne? Dann müssen wir schon schauen, wo das geht. Also hier vorne wären dann halt solche Viecher, dass man sich da an denen vorbeischleicht. Irgendwie. Und dann, ja, dann weiß ich halt immer noch nicht, wie ich dann da hochkomme. Also ich würde ja davon ausgehen, dass es da auch Wege gibt, danach hoch. Oder halt in diese Richtung gehen. Dass wir uns erstmal gar nicht so einfach, ne? Oder man muss halt den Weg, ich guck mal, genau, wenn ich jetzt wieder so gehe, da die Stelle, die wir ja hatten zum Zähmen, war doch hier dieses Konstrukt, ne? Hier sind wir ja auf jeden Fall schön hochgekommen, auch der Spino hat das ja gut hinbekommen. Dann sind wir ja oben, ne? Dann ist halt die Frage, führt mich das, ist das hier durchgängig, dass ich dann auch bis zu mir komme. Also der Spino darf dann natürlich keineswegs irgendwann mal abstürzen. Aber ja, gut, das wäre es hier. Genau. Hier muss ich hoch und dann muss ich den Spino hier oben lang lotsen. Und das ist doch dann hier die Stelle, wo es zu dem Sumpf geht. Zum innerstädtischen Sumpf. Und dann sind wir ja im Prinzip schon da. Okay, also so muss ich's machen. Wird knifflig, da den Spinner so zu lotsen, ja, dass er da auch nicht wieder runterfällt zwischendurch. Aber anders wird es wahrscheinlich nicht gehen. Also ich kenne keinen anderen Weg dann. Einen anderen Weg wird es nicht geben. Tralalala. So, wie sieht's aus, Kollegen? 70% Betäubung fällt jetzt wieder. Müssen wir mal gucken. Also eins wird da auf jeden Fall noch fressen können von denen. Beim zweiten wird es dann schon knapper. Also eins hat er. Ich weiß halt nicht, ob das noch reicht.
3 Minuten 30, doch eigentlich müsste das passen. Eigentlich müsste das passen. Betäubung würde ich jetzt auch nur nochmal nachfüllen, wenn es tatsächlich dann kritisch wird, so wenn es unter 500 vielleicht fällt. Ansonsten würde ich mir die Narkotics sparen. Da haben wir ja derzeit auch nicht so viele vorrätig. Und dann müssen wir einfach hoffen, dass es klappt, dass ihr uns gut folgt, dass ihr da gut mitmacht. Also ich ziehe mir mal gerne ein Spino als erstes, als Fleischfresser, obwohl das natürlich immer noch viel zu zeitig ist, wenn ich das mache, weil wir noch gar nicht den Sattel freischalten können. Aber das ist halt hier so mein Go-To-Carnivore. Mein Walfleischfresser. Wal mit H geschrieben. Komm. Friss, bevor hier der Timer ausläuft für das Premiumfleisch. Das habe ich hart erkämpft. Nur für dich. Ja, und dann... Als nächstes will ich dann nochmal gucken, dass wir uns eins der neuen Tiere zähmen. Also entweder die Schneeeule oder so ein Veledasaurus. Ich habe schon wieder den Namen vergessen. Velona? Velonasaurus, glaube ich. Ah, gut. Wir haben es geschafft. Yay! So, dann gucken wir mal. Gesundheit ist ganz gut nochmal dazu geworden. Und auch für den Ausgangswert hier Nahkampfschaden doch recht gut noch geworden. Können wir jetzt eigentlich nicht meckern. Level 104 ist in Ordnung. Na, ist halt nicht der allerbeste Spino, aber immerhin ein Spino. So, und dann gucke ich mal, dass ich die Folgedistanz ein bisschen niedriger stelle. So, und jetzt geht es halt daran, den Spino nach Hause zu kriegen. Jetzt nicht wieder hier verhaken, das muss nicht sein. Bitte ordentlich mitarbeiten. So, die Stelle hier kennst du doch schon. Das hat vorhin super geklappt. So, und dann hier so rüber. Die Spinnen können wir hoffentlich einfach ignorieren. Ganz gut, ja.
schrecken mal ein bisschen die Tabiaras auf, aber das soll uns egal sein. Oh, das klappt doch eigentlich ganz gut. Wenn das Spiel nicht so ruckeln würde, ich glaube, das Ruckeln ist halt noch das größere Problem. Aber ansonsten war das doch jetzt ganz unkompliziert, den Spino hier nach Hause zu kriegen. Oder? Hat doch wunderbar geklappt. Wie ich finde. Spino zu Hause. Pfeifen deaktivieren. Folgen deaktivieren. Alles super. Alles hervorragend. Nicht zufrieden. So. Und wie gesagt, beim nächsten Mal können wir dann ja mal eins der neuen Viecher uns tatsächlich vornehmen zum Zähmen. Aber das muss ich dann ein bisschen besser vorbereiten. So wie den Spino jetzt einfach spontan zähmen, mehr oder weniger im Wilden, im Freien. Ohne größere Vorbereitung ist vielleicht nicht die beste Idee. Aber für heute soll es das erstmal wieder gewesen sein, beziehungsweise es sind ja jetzt wieder einige Folgen geworden. Ich verabschiede mich an der Stelle, sage Tschüss und auf Wiedersehen. Danke fürs Zusehen.